Moin Leute und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns hier in Kurs mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute mal wieder zurück zum Minecraft Server 3 Projekt Folge. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Kirche fertig gebaut und in der Zwischenzeit, offscreen, ist wieder sehr viel passiert. Und zwar habe ich, den Vorplatz gebaut oder fertiggestaltet von der Kirche und, auch weiter am Hotel an der Außenverkleidung, die jetzt wirklich so gut wie fertig ist. Oder so gut wie fertig ist. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an hier. Wir sehen hier schon die Kirche. Und ihr seht schon Bäume und allem drum und dran. Wir gucken uns das alles mal genauer an. Ich habe hier auch Schilder hingesetzt zur Kirche. Hier auch nochmal. Und ja, Bäume wachsen hier, verschiedene Birke, Fichte. Hier noch ein paar Blümchen. Ja, hier sind ein paar Sitzmöglichkeiten. Also, ja, so eine Art wie so ein kleiner Spielplatz sein. Das heißt Spielplatz, zumindest ein kleiner Sandkasten für kleine Kinder, so gesehen. Und wieder Sitzmöglichkeiten. Ja, die Innengestaltung haben wir natürlich auch fertig gemacht. Und zwar, wenn man hier draußen vor der Kirche steht, am Haupteingang, haben wir erstmal hier oben Cottburg Kirche. Und ja, dann haben wir erstmal Grüße von wunderbaren Kerzen hier. Ja, könnt ihr rein, könnt ihr dann auch wieder die Klamotten abgeben. Hier sind dann die Dinger hier für das Weihwasser. Dann kann man hier durch die Türen durchgehen. Ich habe hier noch Trittstufen hingemacht, allerdings nur von der Seite. Dann sind hier auch wieder Kerzen. Hier steht dann noch Ausgang. Auf der anderen Seite müsste eigentlich Eingang stehen, genau. Ja, genau. Und dann sind hier die ganzen Sitzmöglichkeiten. Hier die Kisten, die Kiste muss ich noch wegmachen. Kann man dann auch noch machen. Ja, und hier haben wir das große Kreuz mit den ganzen Köpfen von unseren Mitspielern, aktuellen Mitspielern und auch ehemaligen Mitspielern. Und uns oben auf dem Kreuz der Kopf von mir und einmal von Benny. Zur Bedeutung, dass wir eben halt die Führenden sind, hier auf diesem Projekt, was auch so ist. Wir haben den Server erstellt, das ist unsere Projektidee gewesen, die wir auch bis jetzt durchgezogen haben, obwohl auch Winterpause dabei war. Genau, ja, hier stehe ich oder Benny dann und dann kann man dann hier Bücher, wo man was reinschreiben kann, bla bla bla, vom Ding her. Zumindest kann man dann hier eine Rede halten. Ja, hier sind nochmal Kerzen, hier ist das Taufbecken, hier ist noch eine Truhe, wo dann auch noch Bücher drin sind oder gelagert werden können. Und genau. Ja, Teppich ist ausgelegt. Hier vorne haben wir ein bisschen Platz gelassen. Von Dingen hätten wir hier noch eine Reihe hinsetzen können, aber ich finde es gar nicht so schlecht, wenn hier vorne auch ein bisschen Platz ist. Dann kann man ja auch mal so eine kleine Show machen. Ist ja manchmal so in die Kirchen. Genau. So, dann gehen wir mal hoch hier in die mittlere Etage. Und hier haben wir dann auch, oder habe ich nämlich hier auch noch mal ein paar Kerzen gepackt. Finde ich einfach sehr schön und passt auch zur Kirche. Ja, hier haben wir eine Kiste, wo eine Schallplatte drin ist, die wir hier abspielen können. Das soll dann so gesehen die Orgel sein. Genau. Und hier sind auch wieder Schilder dran zum Turm, wo wir dann auch hochklettern können. Ich habe hier alles nochmal vernünftig ausgeleuchtet. Und wie ihr seht, habe ich hier auch nochmal Gitter hingepackt, was man auch von außen sieht. Ja, das hat so einen Kirchenturm, wo dann die Glocken sind, so dass dieser Glockenklang auch nach außen scheinen kann. Genau, so, und wenn wir hier hochgehen, sind wir dann schon auf der mittleren Ebene, also hier auf der Aussichtsebene. Habe ich nochmal ein paar Fackeln hingesetzt, dass es hier nicht zu dunkel ist und dass hier dann keine Zombies oder andere Sachen spawnen. Ja, und hier hat man auch eine schöne Aussicht hier über dem Dorf. Da unten ist noch ein Schweinchen. Mal gucken, vielleicht treffen wir es ja. Und. Nee. Ja, schade. Vielleicht ja. Zu weit. Fast. Kann man gut Schießstandübungen machen. Okay, genau. Ja, und hier sehen wir dann auch ein bisschen was von der Stadt, je nachdem, wie der Schank eingestellt ist. Ja, man kann natürlich noch höher gehen. Hier sind dann auch nochmal Gitter. Und ja, auch die Glocken, die auch jede Stunde, also jede Spielstunde läuten von automatisch. Wir können aber kurz abwarten, dass wir das uns mal kurz anhören. Kann natürlich ein bisschen dauern. Hört man jetzt nicht unbedingt von außen. Allerdings, das Problem ist, die liegen halt ziemlich weit oben, müssen aber oben liegen.
dadurch, dass das mit dem Sensor funktioniert und der Sensor nach oben vom Dach heraus ist, können wir mal hochgehen und können uns ja den Sensor angucken. Genau, hier oben noch ein paar Blitzableiter. Genau, da ist der Sensor, der erkennt eben halt, welche Uhrzeit es gerade im Spiel ist. Genau, ja, da unten auf dem Dach sind auch noch mal ein paar Blitzableiter, einfach nur zur Deko. Ja, genau. So, dann muss ich den Eingang erstmal wieder finden. Ich staune, das läutet nicht. Aber es funktioniert, also es hat vorher funktioniert. Genau, so, genau, gehen wir mal wieder runter und dann zeige ich euch mal weiterhin den Vorplatz draußen. Und ja, schauen wir mal. Zumindest ist die Kirche jetzt von innen komplett fertig. Also das heißt, wir haben nochmal wieder ein komplettes Bauprojekt abgeschlossen. Ja, das nächste Bauprojekt, was Gebäude anbetrifft, steht auch schon wieder in den nächsten Startlöchern. Ja, schauen wir mal, ob wir es in dieser Folge verkünden werden oder in nächster Folge. So, genau. Jetzt muss man hier weitergehen. Man hat ja auch mal wieder Möglichkeiten, ja, auf die Hauptstraßen oder Hauptwege zu gehen. Das ist eine Ziege. Gut, auch wieder Schilder dran, ne? Zur Kirche, allem drum und dran. Ja, da habe ich hier noch ein bisschen, ja, die Wand dekoriert hier so mit so ein bisschen, was ist das hier, so ein Klettermoos oder irgendwie so, keine Ahnung. Hatte ich zumindest noch eine Kiste gehabt. Ja, und hier haben wir nochmal einen anderen Platz, wo man sich hinsetzen kann, wo dann auch so ein Brunnen ist. Sieht natürlich wunderschön aus, aber es kann sich blicken lassen. Könnte ich noch Ketten dran machen, würde mir einfallen. Ja, genau. Ist auch alles beleuchtet hier. Hier auf der Rückseite, wo das bunte Glas ist, was wir gesagt haben. Genau, hier kann man dann auch wieder rausgehen, wo man dann auch gleich zur Metzgerei kommt. Ja, die Bäume wachsen nicht so richtig oder wollen nicht so richtig, aber man kann ja mit Knochenmehl nacharbeiten. Ja, und hier will ich so einen kleinen Streichel zu machen. Ja, hier sind ein paar Häschen. Ja, der Innenraum muss noch ein bisschen gemacht werden. Hier werden dann auch noch, ja, Wassertrügel hinkommen, allem drum und dran. Hier wird dann noch Essen reinkommen, womit man die füttern kann und so weiter und so fort, dass man auch mal so ein bisschen Spaß hat. Und hier sind noch ein paar Pferde, 3 Stück insgesamt. Genau. So, ja, dann kann man hier weitergehen und immer weiter und immer weiter. Aber man hier auch nochmal einen Ausgang hat, wo man dann auch hier wieder auf einen Hauptfußweg kommt. Was wieder bestellt ist zur Kirche. Ja, was soll das hier? Hier sind Leuchtrahmen. Und zwar habe ich mir überlegt, das muss ich allerdings mit Benny machen, weil ich davon keine Ahnung habe oder einfach damit nicht zurechtkomme, wie das funktioniert. Auch hier nochmal so eine riesen Karte machen, wie die auch schon dort hinten ist. Genau, habe ich hier nochmal vor. Einfach so überlegt, na, wenn jetzt hier nur Bäume wachsen, ist auch ein bisschen langweilig. Wir machen hier nochmal eine riesen große Karte, und deswegen ist das so riesig. Weil wir ja auch dann außerhalb irgendwo, naja, da drüben weiterbauen wollen. Genau. Und dann kann man hier lang wieder laufen. Auch wieder ein bisschen, ne, bemoost oder was auch immer, berankt. Und ja, das ist der Eingang der Kirche. Also man kann einmal ringsherum laufen. Ich finde es echt cool. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ja, der Kirchenturm, muss ich sagen, sieht ein bisschen, naja, bescheiden schön aus. Aber naja, ist egal. Ist ja egal. Genau. Zumindest ist das jetzt abgehakt. Genau. So, wenn wir einmal hier hinten sind, kann ich ja auch sagen, was das nächste Bauprojekt ist, was jetzt ansteht. Und zwar hier genau beim Villagerdorf möchte ich. Also fangen wir mal so an, wir haben uns überlegt, was wollen wir hier bauen. Wir haben noch so eine freie Fläche hier zwischen dem, na, Versuchslabor, Verzauberungshäuschen. Ja, nee, nicht Verzauberung, hier. Na, Trank, irgendwann Tränke machen kann. Genau, hier ist ja dann das Rathaus und hier ist das Villagerdorf. Ja, wir haben überlegt, was wir machen wollen hier. Erst haben wir gesagt, wir werden hier nochmal so ein Plattenbauhaus bauen und das Villagerdorf hier noch ein kleines bisschen erweitern. Dann kam der Dominik auf eine andere Idee. Ja, wir werden hier eine kleine Schwimmhalle bauen. Eine ganz kleine, einfache Schwimmhalle. So eine Dorfschwimmhalle, besser gesagt. In Planung ist auch noch ein riesengroßes, also ein riesengroßer, wie nennt man es, Therme. Mit mehreren Schwimmbecken, wo wir auch versuchen wollen, ein Wellenbad zu simulieren. Ich habe mir dazu schon ein paar Videos angeguckt. Mit Sprungtürmen, Außenbereich und so weiter und so fort. Wasserrutschen und so weiter und so fort. Aber hier wollen wir einfach nur so ein kleines, einfaches, Schwimmbad bauen, Heimbad,
was auch immer, wo man einfach hier so seine Bahnen schwimmen kann und so weiter und so fort. Auch mit Umkleide und so, da Platz sollte genügen oder ausreichen und ja, schauen wir mal. Das ist zumindest hier der Plan, dann haben wir das hier nämlich auch verbaut. Nämlich wird das langsam hier ein bisschen knapp mit dem Verbauen oder ja, mit dem Bauen hier. Aber wir werden dann demnächst auch ja, woanders bauen, was auch gar nicht mehr so lange dauern wird. Genau, so, Bett ist belegt, wunderbar, kann noch nicht schlafen, besser. Ist das wieder hell? Und dann passt das wenigstens. So, genau, so, wird wieder hell. So, genau, und jetzt werde ich euch erstmal noch zeigen, wo will ich denn lang? Ja, wo muss ich? Genau, jetzt wollte ich euch dann nochmal zeigen, wie der Baufortschritt jetzt vom Hotel aussieht. Und ja, da sind wir, oder bin ich schon ja, fast fertig mit dem kompletten Rohbau, so dass wir dann auch wirklich anfangen können. So, Schwein was um, das töten wir auch. Ja, hast aber Glück gehabt, weil das hier Wasser ist ja. Genau. Und Katzen sind ja raus, sind die hier. Auch gut. Genau. Dass wir dann dort auch demnächst anfangen können. Was heißt demnächst? Vorher sind noch zwei andere Projekte geplant. Aber möchte ich noch nicht verraten. Wartet mal. Warten wir mal alle noch zusammen ab. Wenn ihr zukünftig hier nichts verpassen wollt, dann gerne natürlich den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um zukünftig dann keine weiteren Videos zu verpassen. Herzlichen Glückwunsch, was für ein Zufall. Und vor allem auch, ja, nix vor allem. Einfach abonnieren. Genau. Ich wollte schon was sagen, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. So, genau. Also langweilig wird es nicht. Wir haben auch noch viele, viele, viele andere Pläne. Ein bisschen was haben wir ja auch schon gesagt, was ansteht noch. Aber ganz genau wollen wir es noch nicht verraten. Wollen euch ja nicht die Freude hier am Projekt wegnehmen. Ja, und nach wie vor, wenn einer von euch Lust hat, bei diesem Community-Projekt dran teilzunehmen, kann das sehr gerne tun. Ihr müsst euch nur melden über Discord. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, da mal kurz ein bisschen quatschen, wenn euer Alter wissen und was ihr so viele Ideen mitbringt, auch was ihr spezialisieren wollt und so weiter und so fort. Ja, könnt ihr euch gerne bewerben. Was heißt bewerben? Melden. Genau. Ja, so, jetzt gehen wir mal hier runter und ja, hier die rechte Außenverkleidung ist jetzt ja auch komplett fertig, wirklich komplett. Also ich sag's euch, das war kein Spaß, diese ganze Kacke hier zu machen und vor allem das auch mit innen auszufüllen. Können wir mal hier runterlaufen. Ich habe das auch versucht, so gut wie möglich anzupassen. Ja, sieht man auch, wie viel Platz das eigentlich hier wegnimmt. Und wenn man jetzt so überlegt, das Hotel sieht das ein bisschen mickrig aus, ne? Von der Ansicht auf alle Fälle. Genau. So, egal, hier irgendwo so ein Creeper, nicht hier Enderman. So, genau, gehen wir mal wieder hoch. Und ein paar Schweine. Ja, hier muss man immer ein bisschen gucken. Hier haben wir immer mal wieder ein paar Pillager. Ja. Müssen wir mal die ganze Sachlage beobachten. Ja, da sind sie schon. Wenn man von den Pillager redet, da sind sie auch schon. Ja, genau. Ja, ich habe natürlich auch die Seite mit verkleidet. Mal die Schweine töten hier. Ein paar Punkte. Punkte sind nicht schlecht. Genau. Die Seitenverkleidung gemacht. Und ich bin auch so weit gekommen, dass jetzt wir hier unten, gucken hier schon, genau, ja, den Wasserfall bauen können. Also was heißt, gebaut ist er, wir müssen dann nur noch Wasser fließen. Ich habe da unten schon ein bisschen angefangen, können wir uns auch gleich mal angucken. Vorher hier, wollen wir mal die Pillager hier umbringen. Oh, was zuckt schon wieder so meine Maus, Alter. So. Sehr präzise heute hier, der Scholz. So, ist tot, wunderbar. Genau. Ja, zumindest ist die ganze Seitenverkleidung jetzt hier fertig. Und wie gesagt, Spaß gemacht hat das nicht. So, genau. So, Zombie hoch hier. Stirb. Aua,
Aua! Stopp, 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 stopp. Ja, 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 ja. So, genau. Wow. Digga, das war Last. So, genau, alle Pillager sind weg. Ja, habe die Sektenverstellung endlich fertig gemacht, bis nach ganz nach unten. Und ja, hier sehen wir schon, hier wird das Wasser lang fließen. Hier lang, hier lang, hier lang. Dann wird es hier mal ein bisschen lang fließen, dann geht es hier wieder runter. Mündet dann hier drinnen und mündet dann hinterher hier an diesem großen, großen, großen See. Genau. Ja, soweit sind wir gekommen, das ist jetzt der ganze Bauvorschritt gewesen offscreen. Wollte ich jetzt euch auch mal zeigen. Und ja, sieht nicht viel aus, aber es war eine Heidenarbeit, so viel kann ich euch sagen. Und wie gesagt, Freunde, wenn ihr weiterhin nichts verpassen wollt, gerne Kanal kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann bekommt ihr auch eine wundervolle Benachrichtigung, wenn ein neues Minecraft-Video online ist oder auch andere Videos. Ja, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei, Instagram-Kanal ist dort verlinkt, sowie der Discord-Kanal. Auch alle Kanäle von Jens Mitwirkenden hier auf den Server sind auch verlinkt, wie TikTok, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Und ja, ich verabschiede mich. Euer Schlüssel von Jenkos, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.